Willkommen zurück zu einer letzten Folge von Let's Play Minimetro, denn nach morgen geht's wieder mit Train Fever los. Tägliche Herausforderung machen wir heute. Heute ist es New York City. Standard. Jetzt, spielen. Auf geht's. So, wir versuchen das nochmal. Moment. Ja. Wir versuchen das nochmal im Kreis. Wie beim letzten Mal, da hat es ja einigermaßen funktioniert. So. Und ich denke mal, das wird auch dieses Mal wieder wunderbar funktionieren. Ab morgen gibt es dann wieder wirklich Train Fever. Ich hoffe auch für eine längere Zeit wieder. Da ich jetzt wieder zu Hause bin. Ab heute. So. Aber bis dahin könnt ihr euch mit Minimetro freut ihr euch auch immer. Wenn ich das so richtig aus den Kommentaren gelesen habe. So. Gehen wir einmal rüber. Ist ja gerade einfach so durchgefahren, der Frechdachs. Aber ich denke, das ist immer gut, wenn man in zwei Richtungen fährt. Lok und wir nehmen einen Waggon. Den könnten wir eigentlich gleich schon ranhängen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Vielleicht können wir auch so viel wie möglich mit einer Strecke nur machen. Na, wir versuchen das mal. Mal sehen, wenn es dann irgendwie, wenn es hier noch ein Punkt kommt, dann wird das schon ein bisschen blöd. Das ist aber noch machbar, das können wir noch mit reinbauen. Und noch sieht es gut aus. Das sieht nicht mehr so gut aus, das machen wir anders jetzt. Da verbinden wir das jetzt. Mit dem. Das mit dem. Und hier gehen wir. So. Haben wir den ganzen Spaß ein bisschen umgebaut. Genau. Dann passt das Uhr, weil in der Richtung fahren wir jetzt sozusagen auch doppelt. Wo wir hier den Waggon noch mit dranhängen. Damit die Haltestelle wirklich immer leer werden, sobald er zukommt. Ich glaube, wir haben das Problem, wir haben jetzt relativ wenig Brücken, ja genau. Das ist ein großes Problem, was wir jetzt haben. Moment, jetzt haben wir aber echt das Problem, dass wir keine Brücken haben. Wartet mal. Ich weiß, das ist es ja sehr schlimm, was ich eigentlich mache. Wir brauchen zwei Brücken. So, dann. Keine Brücke. So. So. Jetzt haben wir wieder keine Brücken mehr, ne? Genau. Mal sehen, wie das jetzt läuft. Wenn wir das zulassen. Der Grüne kriegt auf jeden Fall noch einen zweiten und der kriegt auch hier noch den Zug in die andere Richtung.
Und Rot kriegt man noch einen dazu. So, haben wir jetzt immer hier einen Kreis, immer hier. Eigentlich müsste hier jetzt noch ein Kreis entstehen. Wenn wir nehmen Umsteigebahnhof, da könnten wir vielleicht. Doch so einen Haltepunkt hier oben als Umsteigebahnhof machen. Als nächstes nehmen wir dann mal noch eine Bahnlinie mit dazu. So. Hier fahren ganz schön viele mit der roten Linie. Ja, das können wir mal hier oben reinnehmen. Ich denke mal nicht, dass das Problem ist. So, okay. Auch noch läuft's. Haben wir noch eine Lok? Ja. Würde ich die mal noch verkehrt rum hier mit drauf fahren lassen. Wir nehmen noch mal zwei Brücken. Nehmen wir da als nächstes nur die Bahnlinie. Was wir jetzt immer haben, haben wir. Wegen der Sicherheit. Das ist scheiße. So. Drüben ist eigentlich fast ein kompletter Kreis nur. Wo wollen die alle hin? Die wollen mit dem mit, ne? So, dann müssen dort halt nochmal ein paar Züge fahren. Wieder ein Kreis mehr. Vielleicht hätte ich das so eher zum Umsteigebahnhof machen müssen. So. Lok. Umsteigebahnhof. Zack. Damit sollten wir doch mal kein Problem mehr haben, denke ich. Da kann sich dort jetzt auch mal ein bisschen was ansammeln. Ohne dass er gleich noch komplett ausrastet. Hatte ich jetzt eine neue Linie schon genommen? Nee. Brauchen wir aber. Die rote Linie muss ja gekürzt werden. Die darf eigentlich nur noch oben verbinden. Aber dafür brauchen wir halt echt den noch eine neue Linie. Nee. So. Noch sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Das sieht jetzt aber schlecht aus. Was nehme ich denn da oben jetzt? Müssen wir so fahren. Wir brauchen echt eine neue Linie jetzt, die da hüben verbindet. So. Jetzt. Hä, ich habe eine neue Linie genommen, oder? Habe ich Brücken genommen? Ich bin so dämlich. Falls ich das jetzt wirklich gemacht habe, bin ich dämlich. So. Und go. Weiter geht's. Ich dachte, ich hätte eine neue Bahnlinie genommen. Wie hier oben warten welche? Das kann ja gar nicht sein. Da kommen doch immer genug Züge an.
Ja, alles weg. Gut, dass das Umsteigebahnhof ist, wirklich. So, jetzt machen wir mal einen neuen Tag. So. Lok. Bahnlinie. Dann wird das gekürzt. Dann wird hier eine neue Linie erstellt. So. Habe ich jetzt noch irgendwas? Nee. Jetzt können wir nur abspielen lassen. Und beobachten. Die blaue Linie bräuchte jetzt theoretisch den, der noch mit in die andere Richtung fährt. So. Oben warten jetzt einige. Vielleicht kann man noch mal neue Waggons oder neue Loks. Wartet ihr noch jetzt alles? Oder nochmal ein Umsteigebahnhof dafür? So. Haben wir den Zug dort einmal umgekehrt? So, jetzt haben wir noch einen Waggon. Da hängen wir dort mal mit an. Und die Lok behalte ich mir mal kurz vor. Obwohl ich fast vermute, dass wir die auch noch hier brauchen. Und nochmal zum komplett befüllen. War das jetzt schon zu spät da oben? Ich glaube, ich kann da keinen Zug mehr drauf sitzen. Schade. Na gut, 1540 Fahrgäste, gucken wir mal in der Statistik weltweit. Obere 20%, ne? Also das müsst ihr erstmal nachmachen. Das schafft nicht jeder. Wie haben denn jetzt die anderen geschafft? Ja, anscheinend nicht genug. Ist egal. Auf jeden Fall war's das für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Twine Fever. Bis dann, tschüss.